Hi Leute, Namaste, willkommen in meiner indischen Küche. Heute gibt's ein Chutney-Rezept und es ist Kokosnuss-Chutney. Es ist ein sehr berühmtes südindisches Chutney und auch sehr einfach. Einige Zutaten, die Sie im Supermarkt nicht finden können, können Sie im Asialaden oder online kaufen. Ich verlinke Ihnen alle Links unten in der Infobox. So, jetzt zeige ich Ihnen die Zutaten. Zuerst zeige ich Ihnen, wie öffne ich eine Kokosnuss. Es macht Spaß. Kokoswasser ist sehr gesund und schmeckt leicht süßlich und sehr gut für unsere Haut und Haare. Halb Kokosnuss, halb Teelöffel Salz, ein Teelöffel Ingwer und ein grüner Chili. Ein Esslöffel Tamarindpaste, zwei Esslöffel gerösteten Kichererbsen, halb Tasse Wasser, ein Esslöffel Öl, halb Teelöffel Senfsamen und einige Curryblätter. Ich habe hier getrocknete Curryblätter und in Bayreuth habe ich gar nichts gefunden, aber wenn Sie die frischen Curryblätter finden können, es wäre viel besser. So bitte nehmen Sie die frischen Curryblätter. So, jetzt fangen wir mal an. Zuerst gebe ich die Zutaten im Mixer. Grünchili, Ingwer, Kokosnuss und Salz, geröstete Kichererbsen, Tamarindpaste, Wasser, und alles fein pürieren. Dann nehme ich die ganze Mischung raus. Dann erhitze ich einen Esslöffel Öl in einen Topf. Und da gebe ich Senfsamen und Curryblätter. Alles mixen. Und wir sind fertig. Hier habe ich Kokosnuss-Chutney. Es schmeckt sehr gut. Bitte probier's mal und schreib mir. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!